Apple hat neue MacBook Airs vorgestellt, die neben dem M3-Chip auch ein paar versteckte und skurrile Verbesserungen mit sich bringen. Heute packen wir das Ganze gemeinsam aus, testen die Performance und quatschen darüber, für wen die jetzt günstiger gewordenen Vorgänger wahrscheinlich die bessere Wahl sind. Viel Spaß! Das ist es also, das neue MacBook Air. Oder vielleicht ist es ja auch das alte? Denn wenn ich die beiden Geräte einfach mal direkt nebeneinander platziere, dann würde relativ schnell klar, also am Gehäuse haben sie jetzt nicht wirklich was geändert. Die meisten Veränderungen stecken innen drin, wie der M3-Prozessor, die bessere Display-Unterstützung, die wir gleich noch ausprobieren, und so Sachen wie ein Wi-Fi 6E-Chip. Den braucht man jetzt nicht unbedingt dringend. Allerdings bietet er auch Vorteile, wenn man jetzt keinen Wi-Fi 6E-Router oder eine schnelle Internetverbindung hat, weil die Verbindungsqualität, die Stabilität durch das Wi-Fi 6E tatsächlich auch bei älteren Routern verbessert werden kann. Allerdings gibt es tatsächlich doch auch eine Veränderung, die man von außen sehen kann. Denn diese mitternachtblaue Farbe, die ja mit dem M2 MacBook Air eingeführt wurde, hatte bisher immer einen recht großen Nachteil. Denn Fingerabdrücke hat man ultra doll auf dem Gerät gesehen. Ich hatte das gerade perfekt sauber geputzt. Das ist jetzt wirklich alles das, was ihr hier seht, nur von dem Anfassen von mir gerade so. Du hast das zweimal in der Hand und es ist schon ultra schmutzig. Für das M3 MacBook Pro hat Apple dann aber eine andere Fertigungsherangehensweise eingeführt, wie diese Aluminiumgehäuse gemacht werden, die dann ein bisschen fingerabdruckresistenter sein soll. Und die M3 MacBook Airs haben das jetzt auch mit an Bord und ich bin saugespannt, ob das wirklich funktioniert. Wir können jetzt hier richtig diesen A-B-Vergleich machen. Ich nehme das auch mal in die Hand und mache quasi dasselbe mit dem Gerät, wie ich gerade mit dem M2 MacBook Air gemacht habe. Einfach so ein bisschen dran rumlödeln. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, so für mich sieht das tatsächlich so aus, als ob das funktioniert. Das ist jetzt kein weltengroßer Unterschied. Also man hat hier definitiv immer noch die Fingerabdrücke auch auf dem neuen MacBook. Aber wirklich, wenn man sich das mal anschaut, so im direkten Vergleich, wie viel schneller auf dem alten die Sachen hängen geblieben sind. Also das sieht schon richtig eklig aus und das hier geht noch. Ein wichtiges Thema ist aber tatsächlich auch nach wie vor das Zubehör. Da hat sich zwar nichts verändert, trotzdem finde ich hier Aufklärung wichtig, denn das mitgelieferte Netzteil kann je nach bestellten MacBook schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Ihr seht, ich habe jetzt hier einen bei meinem Testgerät dazu bekommen, der zwei USB-C-Ports hat, sodass man auch zwei Geräte gleichzeitig aufladen kann. Dieses Netzteil hat 35 Watt und wenn man zwei Geräte gleichzeitig lädt, müssen die sich diese 35 Watt teilen. Es gibt aber auch noch ein anderes Netzteil mit 30 Watt und nur einem USB-C-Port und sogar noch ein drittes, ebenfalls mit einem USB-C-Port, dafür aber mit 70 Watt. Mit dem kann man dann schnell laden. In unter einer halben Stunde geht es da auf 50% Akkuladung. Die anderen beiden Netzteile brauchen eher eine grobe Stunde so dafür. Deswegen würde ich euch ans Herz legen, holt euch den Schnelllader, das ist sehr viel praktischer und das MacBook selbst hat auch noch weitere USB-C-Ports, falls ihr mal mehrere Sachen gleichzeitig aufladen wollt. Und falls ihr euch jetzt denkt, oh, aber die Akkugesundheit, Felix, das macht doch der Schnelllader komplett kaputt. Nee, die MacBooks sind dafür entwickelt worden, dass man sie auch mit den offiziellen Netzteilen problemlos aufladen kann. Viel wichtiger für die Akkugesundheit ist, dass man das Gerät nicht lange Zeit auf 100% aufgeladen lässt. Dafür gibt es coole Tools wie Aldente, die Akkuladung auf 80% begrenzen können. Macht das, das bringt wirklich was. Auf Schnelllader zu verzichten, ist meiner Meinung nach allerhöchstens unpraktisch. Aber gut, ich würde sagen, wir richten das Gerät jetzt einfach mal ein und checken ab, was der M3-Prozessor so drauf hat. Was für euch eine kleine Timelapse war, war für mich jetzt gerade ein ganzer Tag voller Performance-Tests mit diesen ganzen MacBooks hier. Wir haben den M1 am Start, den M2 und natürlich auch den M3. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, was dieses neue MacBook so alles kann, muss ich ganz ehrlich sagen, also da sind schon echt einige Verbesserungen mit an Bord. Ob man die braucht in einem leichten, dünnen Notebook, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Leute, die behaupten, hey, hier gäbe es keine Verbesserungen, die
lügen euch direkt an, denn die Daten sagen was anderes. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass der M3, das MacBook Air, zu einer kleinen lüfterlosen Variante von meinem M1 Max MacBook Pro macht und das nur 3 Jahre nachdem das Ding vorgestellt wurde. Das ist schon beeindruckend. Es geht schon mal gut los bei der Single-Core-Performance der CPU. Die ist ja sehr wichtig dafür, wie schnell sich der Computer beim Benutzen anfühlt. Bei der Multicore-Performance sieht man aber auch ziemlich gut, wie kleine Verbesserungen über die Jahre hinweg den Basis-M-Chip eigentlich auf das Niveau vom M1 Max gebracht haben. Die Grafik-Performance ist ein bisschen komplizierter. Misst man mit Geekbench einfach nur die rohe Performance der GPU-Kerne, da merkt man recht schnell, ey, gerade im Vergleich zum M2 hat sich da gar nicht so viel getan. Allerdings hat sich Apple für die GPU beim M3 eher auf die Architektur konzentriert. Es kam Raytracing dazu, es gibt jetzt die neue Dynamic Caching Technologie und wenn Programme diese Dinge ausnutzen können, dann macht man durchaus große Sprünge. Ich habe zum Beispiel mal das wirklich gut auf macOS und Apple Silicon optimierte Spiel Grid Legends ausprobiert und das hat auf dem M3 einfach mal doppelt so viel FPS erreicht wie auf dem M2, gleich viel wie auf dem M1 Max und das obwohl der M1 Max 32 GPU-Kerne hat und der M3 in meinem Testgerät nur 10. Ähnlich krasse Verbesserungen konnte ich auch beim 3D-Animationsprogramm Blender messen und auch wenn das M1 MacBook Air schon eine echt gute Videoschnittmaschine war, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass seit dem M2 auch die Media Engine mit am Start ist. Das bringt extrem viel, wenn man zum Beispiel mit ProRes Videodateien arbeitet. Über die Neural Engine müssen wir auch noch kurz quatschen, weil dieses Jahr Apple im Sommer wahrscheinlich neue KI-Features für macOS, für iOS und so weiter und so fort vorstellen wird. Und desto schneller die Neural Engine auf den Geräten ist, desto schneller laufen dann auch diese Funktionen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Apple mal wieder einen kompletten Apple-Move abzieht und sagt, ja, die langsameren, älteren Neural Engines bekommen irgendwelche Funktionen einfach gar nicht erst oder nur mit Verbindung zur Cloud. Von daher, ja, eine schnellere Neural Engine ist schon ein netter Bonus. Und dann ist es ja auch noch so, dass der M3 auf 3 Nanometern gefertigt wird, dementsprechend ein bisschen energiesparender unterwegs sein kann als seine Vorgänger. Allerdings hängt der tatsächliche Vorteil, den man daraus ziehen kann, auch stark davon ab, was man mit seinem Mac so macht. Bei Low-Power-Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel im Internet surfen oder irgendwelche Dokumente schreiben oder whatever, ist der Vorteil gar nicht mal so groß. Da waren auch die Vorgängermodelle schon sehr, sehr effizient. Wenn man die Geräte allerdings an ihr Limit treibt, dann bekommt man für denselben Stromverbrauch beim M3 mehr Leistung oder wenn man dieselbe Leistung abruft, dann verbraucht der M3 nur halb so viel Strom wie ein M1. Letztes Thema, bevor wir gleich zum Fazit kommen, interne und externe Displays. Das MacBook Air gibt seit letztem Jahr ja auch in einer 15 Zoll Variante. Die hat neben dem größeren Bildschirm tatsächlich noch 2 weitere Vorteile im Vergleich zum super kompakten und leichten 13 Zoll Modell. Da hätten wir zum einen das größere Trackpad und die Lautsprecher sind ebenfalls erwähnenswert. Die klingen im 15 Zoll nochmal eine Ecke voller und räumlicher. Bessere Akkulaufzeit kann man beim 15 Zoll allerdings nicht erwarten. Der größere Bildschirm frisst die zusätzliche Akkukapazität quasi direkt auf. Ja, und dann habe ich noch probiert, das neue MacBook an externe Bildschirme anzuschließen. Das war ja bisher ein riesiger Kritikpunkt. MacBook Air, steckst du einen Monitor an, ein weiterer wird unterstützt. Steckst du einen zweiten Monitor an, passiert nichts. Es gab zwar Workarounds mit Zusatzhardware und Adaptern, mit denen man das ganze Problem in den Griff bekommen konnte, aber standardmäßig, so wie Apple die Dinger ausliefert, war das einfach nichts für Leute, die gern viele Bildschirme haben. Und Apple hat sich gedacht, ey, für den M3 nehmen wir dieses Problem mal in Angriff und setzen das Ganze jetzt so um, dass wenn man einen zweiten externen Bildschirm anschließt, erstmal überhaupt nichts passiert. Man muss das MacBook zuklappen, dann wird der zweite Bildschirm erkannt und dann kann man ihn auch benutzen. Allerdings ist mir dabei relativ schnell aufgefallen, dass man ja dann gar keinen Zugriff mehr auf die interne Tastatur und das Trackpad hat. Man braucht also bei der Verwendung von 2 externen Monitoren immer auch eine externe Tastatur und eine externe Maus. Sonst läuft da nichts.
Das ist es doch nicht, oder? Alles in allem hat Apple hier meiner Meinung nach trotzdem einen guten Job gemacht. Kein spektakuläres Update, aber ein sinnvolles abgeliefert, das jetzt vielleicht kein M1 oder M2 Besitzer zum Upgraden überreden kann, aber eine tolle neue Option ist für all diejenigen, die bisher noch gar kein MacBook Air haben oder noch ein altes MacBook Air mit Intel Prozessor haben oder von Windows wechseln wollen oder whatever, weil die sich jetzt halt einfach aussuchen können, hey, welcher Chip ist der richtige für mich. Für die allermeisten wird das wahrscheinlich der M2 sein. Die goldene Mitte, man hat zwar die neue Hardware, das neue Gehäusedesign, das neue Display, MagSafe und so weiter mit an Bord, hat allerdings trotzdem noch einen Kostenvorteil im Vergleich zum M3 und immer noch haufenweise Leistung mit an Bord. Der M3 ist eher die Wahl für die Leute, die wirklich wissen, was sie mit dieser Performance auch in so einem kleinen und leichten Notebook anstellen wollen. Der M1 hingegen, ja, der ist dann die Option für die Leute, denen es egal ist, das alte Gehäuse zu haben, denn auch der M1 ist heutzutage immer noch ein schneller Chip. Trotzdem ist da preistechnisch nochmal einiges zu holen im Vergleich zu den anderen Geräten. Also, ja, das wären so meine Empfehlungen. Zum Schluss noch zwei kleine Tipps, was die Konfiguration angeht. Wenn ihr einen M2 nehmt, klickt euch auf keinen Fall die größere GPU auf der Apple-Webseite rein. Das macht preislich überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr mehr Performance wollt, nehmt einfach den M3 und beim Speicher solltet ihr auch darauf achten, dass ihr die 256 GB meidet. Die sind etwas langsamer als die 512 GB Varianten. Das heißt, ihr bekommt dort nicht nur mehr Speicher, sondern auch mehr Geschwindigkeit. Aber das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Bewertung freue ich mich natürlich auch wie immer sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.